So, willkommen zur 47. Folge. Was? Klar, Mann. Dein Leben für die Horde. Ich höre den Ruf. Das Dingo. Oh, da komme ich schon wieder. Was soll ich Oh, tun? oh, oh, oh. Für die Ehre. Unverzüglich. Das ist eine gute Wahl, Mann. Oh, oh, oh. Und schon verliere ich wieder Kontrolle. Zeit für ein bisschen Blut. War nicht zu knapp. Was soll ich tun? Mein Leben für die. Ja, wen soll ich töten? Gut. Mal schauen, ob wir mehr Glück haben, wenn wir jetzt da oben einfallen. Mein Leben für die Horde. Wie kann ich dienlich sein? Was? Ondabu. Meine alten Knochen schmerzen. Für die Ehre. Rache für Sul'jin. Rache für Sul'jin. Wo soll ich hin? Unverzüglich. Rache für Sul'jin. Die Erdmutter ist nah. Die Geister sind ruhelos. Für die Ehre. So, ihr müsst mal Heiltotem setzen. Was soll ich tun? Ah, jetzt kommen die dunkelblauen auch noch dazu. Die kann ich ja da gar nicht gebrauchen. Rache für Sul'jin. Wo sind eigentlich die hier? Vielleicht könnt ihr euch einfach ein bisschen raushalten. Hier, mach mal diesen Turm kaputt. Der macht nämlich gerade meinen Hexen Doktor hier kaputt. Oh, was macht ihr denn da hinten? Mal zurück. Guck mal vor, meine ich. Nicht zurück. Vor. Okay, na, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Dann nicht das kaputt machen, was keinen interessiert. Bitte macht das kaputt, was interessiert. Ja, den Boss hier würde ich noch. Den Boss, Altarboss, Dingskirchen. 25.000! Das ist natürlich gut. So, ist da drauf, dass da auch keiner mehr rauskommt. Möglichst. Okay. Das sieht ja ganz gut aus. Jetzt nur noch schauen, der Dunkelblau wird wahrscheinlich gleich kommen. Vielleicht können wir noch irgendwie von den. Was soll ich tun? Vielleicht noch ein paar Trolle machen, weil die kommen ja bevorzugt mit Fliegern. Wir brauchen mehr Gold. Die Geister sind ruhelos. Niemand wird überleben.
Wenn die Orks mal anfangen zu wüten, gell, bleibt auch nichts zum Gegner übrig. So, ich brauche jemanden, der hier oben ein Haupthaus baut. Ich höre den Ruf. Rache versuchen. Schön. Wie kann ich dienlich sein? Ja. Orks nach vorne. Wonach steht euch denn? Gleich Sinn? Mal ein Heilungstotem. Was? Ja. Lokregal Nogul. Was soll ich tun? Für Sul'jin. Also weiter. Du kommst auch noch nach vorne. Mutter ist nah. Ich habe nur eine kleine Vermutung. Was? Wie kann ich dienlich sein? Nämlich die. Ich bin der Kriegshäuptling. Ich höre den Ruf. Dass der Dunkelblau wahrscheinlich hier mein Haupthaus angreifen wird regelmäßig. Da ist natürlich schon die Frage, wie wirke ich dem entgegen? Rache für Sul'jin. Das kann ich. Wobei das Ding jetzt hier nicht riesig ist, was der da hat. Wo soll ich denn hin? Was immer ihr wollt. Ja. Lokregal Nogul. Wo kann ich denn da mit Zeppelin überhaupt übersetzen? Hier in die Ecke. Da ginge es, okay. Die Geister sind ruhelos. Holz haben wir ja auch mehr oder weniger bis zu Ende der Mission. Das heißt, wir können hier auch locker 5 Leute mal für die Mine oben abzwacken. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch wieder. Aber diesmal nicht mit Lufteinheiten. Nein, nicht mein Kuddel. Oh, der kommt noch nach unten. Ah. Ich habe schon mit den Hufen. Wow, was ist das da? Das habe ich noch nicht gesehen. Zumindest nicht bewusst. Mhm. Zeppelin, Zeppelin ist da. Für die Ehre. Tastingo! Das ist eine gute Wahl, Mann. Arbeit abgeschlossen. Ich lache der Gefahr ins Gesicht. Was ihr wollen. Arbeit, Arbeit. Aber gern. Alles klar. Hat jemand den Arzt gerufen? Was wir wollen. Was? Meister, Zuck. Ihr braucht meine Hilfe. Moment. Ich höre ihr seht nicht besonders fit aus. Unverzüglich. Bevor wir irgendwo hingehen, nochmal erstmal ein bisschen. Wonach steht euch der Sinn? Bisschen Dings aufbauen. Dingo!
hat jemand den Arzt gerufen? Auf. Was wir wollen. Wie kann ich dienlich sein? So, Grunzer. Rein jetzt da. Ich kann helfen. Wollt ihr mir drohen? Wonach steht euch der Sinn? Ich bin der Kriegshäuptling. Ja, du bist der Kriegshäuptling. Yes. Volle Kraft voraus! Nacht- und Nebelaktion, ganz leise. Was soll ich tun? Aber da gehen doch ganz schön viele rein in so ein Zeppelin. Oh, das sind sie ja schon. Moment. Was? Meine alten Knochen. Die müssen auch mit. Verstanden! So, ein Krodo muss schon mindestens rein. Wie kann ich dienlich sein? Und der Kern natürlich, weil der auch eine Aura macht. Also die Krodo-Aura und die Kern-Aura, die brauche ich schon. Also weiter. Oh, das mit dem Erdbeer habe ich noch nie gemacht. Fällt mir gerade mal ein. So. Und natürlich Heiler, wenn ich die habe. Sage ich auch nicht nein. Ich höre den Ruf. Unverzüglich. So, alle da. Das kann jetzt ungemütlich werden für den Dunkelblauen. Ja. Genau, volle Kraft voraus, das sehe ich auch so. Die Erdenmutter ist Regal-Nogul. Ein Sturm zieht auf. Wo soll ich denn hin? Die Geister sind. Also auf geht's. Was soll ich tun? Lokregal Nogul. Ja, das ist der gute Wahl, Mann. Unverzüglich. Wann ballert denn der jetzt da hoch, der Trottel? Ich bin der Kriegshäuptling. Und dann. Also, wohin soll ich töten? Ja, schon. Was soll ich tun? Hä? Ist der gerade runtergesprungen? Ja, das habe ich fast vermutet, dass das passiert. Was wir wollen. Ja.
werden angegriffen! Lokregar Nogul. Wen soll ich töten? Ich werde angegriffen für die Horde. Muss was getan werden? Das kann ich. Die bringen noch meine ganze Wirtschaft zum Erliegen, diese. Wir werden angegriffen. Diese Hornochsen. So, wir müssen jetzt mal anfangen, hier ein bisschen systematische Sachen zu zerstören. Mein Leben für die Horde. Wir werden angegriffen! Was soll ich tun? Zum Beispiel das Greifending dann mal zerstören. Mal die Kaserne hier. Ja, wir hätten die Rolle Schutzes auch mal verwenden können. Naja. Wen soll ich töten? Jetzt geht's euch an Kopf und Kragen. Ich bin der Kriegshäuptling. Das Ding nur. Ja, das sind jetzt. Das sind jetzt jede Menge Orks. Die würden sich bestimmt freuen, wenn sie mitschlagen könnten da drüben. Was wir wollen. Wollt ihr mir drohen? Wir werden angegriffen! Volle Kraft voraus! Also weiter. Ondabu. Niemand wird überleben. Hm? Wir werden angegriffen! Aber gern. Was soll ich tun? Wir sollen komplett die Menschenbasis zerstören. Oh, da ist noch eine Kaserne. Guckt jetzt die hier. Wird die heimlich gemacht jetzt gerade? Ja. Dabu. Ja. Meine alten Knochen schmerzen. Verzag nicht, Jüngchen. Ich nähe Lopura. Ich bin der Kriegshäuptling. Wartet, Kriegshäuptling. Das ist die junge Zauberin, von der mir Grommash berichtet hat. Offenbar sucht auch sie das Orakel. Vorsicht, Jüngelchen. Diese Höhle wäre perfekt geeignet für einen Hinterhalt. Macht euch keine Sorgen, Kern.
Ich wurde von Menschen erzogen und kenne ihre Tricks und Kniffe. Ich lasse nie im Leben zu, dass sie mich vom Orakel fernhalten. Sieg! Eine Stunde knapp. Jetzt kommt Kapitel 7, das Orakel, 20 Minuten später in den Höhlen des Steinkrallengipfels. Der Weg gabelt sich. Jede dieser Höhlen könnte sich über Meilen erstrecken. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Nun gut, aber passt auf, Jüngelchen. Wer weiß, welche uralten Wesen in den Tiefen des Berges lauern. Verstanden, Kern. Viel Glück. Ach, so eine Quest. Naja. Für die Ehre. Ja. Foliant des Vergessens? Hat. Viel Schicksalshammer! Eure Zeit ist gekommen. Für die Ehre. Eure Zeit ist gekommen. Ondabu. Ah. Aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Ach, Scheiße. Das wollte ich ja gar nicht. Ja. Für die Ehre. Was wir wollen. Kampfrausch. Wo kommt denn der Kampfrausch her? Von denen? Ah! Das kann man doch automatisch machen. Ah, und das ist das, wo sie so größer werden. Jetzt kapiere ich's. Ja. Okay. Ja, das brauchen wir natürlich. Ja, das ist natürlich schändlich, dass ich das nicht mache. Gemacht habe bis jetzt. Gut. Der Fehler wird mir nicht mehr unterlaufen. In Zukunft sind Schamanen mit im Standardrepertoire. Okay. So. Ja, ich glaube, wollen wir jetzt hier weiterlaufen, müssen wir Schluss machen. Danke fürs Zuschauen erstmal und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.